Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar haben wir heute einen wundervollen Mann hier zwischen uns sitzen. Genau. Im Sandwich, nämlich den lieben Nick von Pyron Germany. Er hat seinen eigenen Online-Shop und ihr habt uns reichlich Fragen auf Insta gestellt. Wir haben auch noch ein paar hinzugefügt, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Man kennt es eh nicht, aber... Zeig ruhig nochmal. Glaubt einfach, dass sie da stehen. Und die werden wir dem lieben Mann stellen. Vielleicht interessiert es euch. Auch wenn nicht, guckt euch trotzdem an. Uns auf jeden Fall. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Checkt unseren Merch auf, erster Link in der Beschreibung. Weiter Link dann mal wieder bei Pure in Germany, der Shop. Vielen Dank, Jungs. Ich hab ziemlich einen Durst. Ich hab auch ein bisschen Durst. Oh, da hab ich aber. Oh, ich hab auch eine Flasche gefunden. Ich würde sagen, bevor wir loslegen, erstmal den Mund wieder. Ja, schön. Wunderbar am Tisch. Ein Bombspot verbunden. Wenn ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, schaut euch auch an. Das ist wahrscheinlich nicht verlinkt, weil wir zu faul sind, aber schaut euch einfach trotzdem an. Ist auf dem Kanal. Alter. Danke, danke, danke. Danke. Nein, sag ich hier. So, beim nächsten Mal gibt's Champagner. Ich probiere Kämpfer nicht zu rülpsen. So, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Wie geht's euch? Also mir geht's gut. Mir geht's auch super. Ihr habt Ware bei mir abgeholt. Also besser kann's nicht sein, oder? Mir geht's auch gut. Hinter der Kamera steht so viel Feuerwerk in so vielen Tüten. Das ist geisteskrank. Ja. Aber dann fangen wir an mit der ersten richtigen Frage. Wie ist es, so eine komplette VW Zing Z1 im Handy zu haben? Hattest du noch nicht? Doch, hatte ich wirklich schon. Ist schon ein geiles Gefühl. Wir hatten die Frage gestellt, ist sie von euch? Nein, keine Ahnung. Was eine geile, was eine random Frage, aber ja, ist geil. Also, ich habe ja jeden Tag, oder sehr oft dann, wenn ich meine Ware bekomme, kommt manchmal auch ein 40-Tonner LKW, zum Beispiel hier in der Straße bei uns hier. Also, wir sind jetzt nicht am Lager, sondern bei mir halt bei der Abholstation. War ich schon an der Straße auch einen 40-Tonner, weil früher konnte ich halt die Ware noch nicht in mein Lager fahren lassen. Und ja, ist halt schon krass, wenn dann wirklich eine Palette vor dir siehst, wo das ganze Feuerwerk drauf steht. Und dann halt auch die VEs da zu haben, ja, sei es jetzt von Funke oder also von Argento, ist schon beeindruckend. Und ja, gerade bei Laserbolts zum Beispiel, da sind dann irgendwie 200 Stück drin oder so. Ist krass. Ist ein geiles Gefühl, deswegen macht auch super viel Spaß. Ja. Das Gefühl. Ja, bestellt, cool, ihr könnt auch bei mir schon eine ganze VE bestellen, habt ihr das Gefühl selbst, ne? Hast du die überhaupt drin? Laserbolts? Achso, Z1. Z1 ist schwierig ranzukommen, ja, also ja, aktuell. Aber ja, hätte ich sonst eigentlich auch gerne wieder drin. Aber hatte ich früher drin. Ja. Ganz am Anfang. Dann zur nächsten Frage, wo kaufst du dein Feuerwerk? Also ich kaufe mein Feuerwerk aktuell ganz viel bei Funke ein. Also wie man es auch im Shop sieht, dann bei Magnum, das ist ein holländischer Händler. Dann Elgato jetzt, neu, kommt demnächst. Weiß nicht, wann das Video online kommt. Im September erst. Dann Leslie habe ich noch drin, Riakeo Feuerwerk. Boah, was hatte ich noch alles? Ja, genau, danke. Pyroland und Pyroweb. Da war ich kurz der einzige Shop in Deutschland, der Pyroland und Pyroweb Produkte gleichzeitig angeboten hat. Was auch sehr cool ist, fand ich, weil, ja, dann kriegt man alles in einem Shop mal. Ist nicht schön, ich hab Glas. Eine große Diversität. Ja, nee, aber sollen auch in Zukunft noch mehr Marken natürlich reinkommen in Shop. Aber Shop ist noch klein und deswegen ist das Budget nicht so groß. Deswegen gibt es aktuell noch nicht die Auswahl, die ich mir persönlich auch irgendwann wünsche. Und ja. Kommen die Argento Gold Rockets rein oder wieder rein bei dir? Kann ich nicht sagen. Wenn das Video bei Argento online geht von den Gold Rockets, dann werde ich sie einkaufen. Also es ist immer ein Indikator dafür, welche Videos bei Funk und Argento online kommen. Die Produkte kann ich auch dann kaufen. Ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Kennst du dann auch diese Iskra Vidmo? Vidmo, ja. Vidmo ist ja eine Serie, da sind ja 6 verschiedene Batterien von Iskra. Und ich habe mir schon ein paar ausgeguckt, welche ich nehmen werde. Also aktuell die 2 zum Beispiel. Ich finde die 4 auch sehr geil. Ja. Mal gucken, vielleicht kommen auch alle, je nachdem. Der Werbefunk hat sich eingestechen und zwar haben wir jetzt endlich unseren ersten eigenen Merch rausgebracht. Wir haben für euch T-Shirts, Pullover und Tassen. Genau, 3 verschiedene Designs haben wir, das, das und das in verschiedene Farben, die wir hier anbieten. Genau, erster Link in der Videobeschreibung. Checkt's gerne aus, überzeugt euch selber und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ist wirklich gewinnbringend der Shop oder eher weniger? Das ist eine interessante Frage, also ich würde sagen im ersten Jahr ist es auf jeden Fall erstmal schwierig, man muss sich alles aufbauen. Wir haben jetzt eine GmbH gegründet, das ist auch richtig teuer. Du hast Notarkosten, du hast Notarkosten, du hast GmbH-Gründungskosten, du hast Lagerkosten, du hast Fahrtwege, du bezahlst Versandkosten, alles mögliche. Also es sind sehr viele Kosten auf jeden Fall am Anfang. Aber bei mir im Vordergrund steht vor allem der Spaß und das ist halt das, warum ich es auch mache. Und im Endeffekt nach einer gewissen Zeit wird es auch Gewinn bringen. Aber es ist jetzt nicht mehr so einfach zu sagen, yo, ich baue jetzt einen Shop auf und ich mache einfach mal, sondern da muss man halt sich schon ein bisschen Plan machen und auch mal gucken, wie man sein Geld investiert und auch was die Leute kaufen wollen. So, ja, klar, ohne den Shop würdet ihr beide jetzt auch hier nicht sitzen. Das ist auch geil.
Das stimmt, aber das stimmt. Um die Frage zu beantworten, also ja, es ist gewinnbringend und ich glaube, das muss es auch sein, sonst ja, würde man sich vielleicht den Aufwand auch nicht komplett machen. Aber es ist jetzt nicht so, wie man denkt, dass man jetzt damit Millionär oder so wird. Also es ist nicht. Noch nicht. Außer man ist irgendwie, weiß nicht, 400 oder so und hat einen riesen Shop, dann ist es wahrscheinlich schon irgendwann richtig geil. Ja, aber was auch cool ist, man wird vielleicht auch auf Events eingeladen oder man lernt neue Leute kennen. Ja. Das ist halt das, was auch mir den Spaß bringt, das Hobby ist. Ja. Die Frage kannst du wahrscheinlich gar nicht so beantworten, aber wie viel verdient man an einem Tag? Das ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich. Es ist halt, also eigentlich sagt man ja auch immer, man spricht nicht so viel über Geld, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich halt im Shop auch regelmäßig Bestellungen bekomme und das große Bestellvolumen ist halt dann so ab August bis Dezember, im Dezember natürlich am meisten und so sieht's aus, also ja. Yeah. Aber was man jetzt an einem Tag, es kann eine Bestellung an einem Tag reinkommen, da kriegt man eine 1000 Euro Bestellung. Es kann auch ein Tag sein, wo man gar nichts an Bestellungen reinbekommt, also ist sehr unterschiedlich. Deswegen, vielleicht war die Frage auch mit dabei noch, aber kann ich beantworte ich jetzt trotzdem, ob ich es hauptberuflich machen würde, weil aktuell mache ich es nicht. Irgendwann vielleicht schon, aber erst wenn es halt genug dann abwirft. Leider eine kleine Unterbrechung, weil das Gerät überhitzt ist. Wir haben schon alles abgedreht gehabt. Ich bin auch schon überhitzt, Alter. Ich auch. Ich bin auch schon ausgetrocknet von denen. Die nächste Frage war, was ist dein meistverkaufter Artikel? Also, ja, ich würde sagen, von der Stückzahl her der meistverkaufte Artikel sind die Argento Laser Balls. Aber von so, würde ich sagen, normalen Produkten halt Funke Tempest, weil es die halt selten gibt und halt viele Leute bei mir im Shop kaufen, weil ja, ist halt nicht mehr so oft verfügbar. Ja. Genau. Dann, wie läuft das Packen einer Bestellung ab? Also, wenn ihr halt im Shop bestellt, dann kriege ich halt eine Nachricht auf mein Handy, ich habe da so eine App für und da sehe ich halt dann eure Bestellung. Dann, ja, bin ich im Lager und schaue meistens aufs Handy, wenn ich Bock habe, dann kann ich mir auf den Zettel ausdrücken, so, aber mach ich eigentlich. Machst du auch genau, bei euch mache ich natürlich, drücke ich natürlich immer aus, damit ich auch ganz sicher eure Sachen einpacke. Ja, ja. Nee, aber dann gucke ich auf mein Handy, sehe alles, was da so draufsteht, packe die Sachen zusammen, klebe das Paket zu. Wenn ich es nicht vergesse oder wenn ich Bock habe, mache ich noch einen Sticker dazu oder einen Kugelschreiber. Und dann ja, geht es entweder in den Versand oder halt für die Abholung mache ich es dann bereit. Und dann ja, kommt es auf die Reise. Und ja, auch noch mal, um es zu sagen, wir hatten letztes Jahr 100% Zusteckquote, da bin ich auch stolz drauf und alle Pakete sind angekommen. Sind jetzt nicht so viele, weil der Shop noch klein ist, aber ja, trotzdem bin ich da sehr stolz drauf, dass aber alles geklappt spricht hat. Spricht für den Shop auf jeden Fall. Ja. Dann, in welchem Monat wird am meisten bestellt? Das hast du ja, glaube ich, schon mal beantwortet. Kannst ja trotzdem noch mal kurz drauf eingehen. Also, ich würde sagen, die Monate, in denen am meisten bestellt wird, ist so von August bis Dezember. Und der Monat, in dem am meisten bestellt wird, ist natürlich der Dezember. Wir hatten auch immer den Shop jetzt noch recht lange offen. Das heißt, also ihr konntet noch bis kurz vor Silvester wirklich bei mir bestellen, weil ich es halt auch den Kunden möglich gemacht habe, halt noch lange zu bestellen. Genau, dann halt der Dezember ungefähr die vierfache Menge, wie im August, würde ich sagen. Kann aber auch je nachdem variieren. Manchmal wird es dann halt noch extremer. Also, ja. Alles klar. Was war bisher die größte Bestellung in dem Shop? Die größte Bestellung im Shop war von einem Kunden einen Wert von 1500 Euro. Da waren, glaube ich, halt irgendwie sehr viele Verbünde drin, die er bestellt hat. Und ja, aber es gibt auch Bestellungen natürlich, die auch groß sind mit Kleinzeug oder so, so 1200 Euro. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Also die, ich kann ja den durchschnittlichen Bestellwert hier mal sagen, also ich sehe das hier in meiner App, der durchschnittliche Bestellwert liegt ungefähr bei so 140 Euro, 150 Euro, aber das ist halt schon mit Versand gerechnet. Also da muss man jetzt nochmal die, weiß nicht, 50 Euro abziehen und dann, also denke ich mal so, durchschnittlicher Bestellwert so zwischen 100 und 110 Euro. Mhm. Ja, bei Online-Shops würde ich sagen, denke ich mal relativ normal. Also, ja. Dann die letzte Frage, bevor ich das Handy wieder an Lasse überreiche. Was sind deine Ziele in dem nächsten Jahr mit deinem Shop? Genau, ich habe immer an meiner Pinnwand, so über meinem Arbeitsplatz, habe ich so einen Zettel hängen, wo ich mir so auch so aufmale, was die Ziele sind. Und Ziele sind auf jeden Fall halt, den Umsatz zu steigern. Natürlich, damit halt auch neue Produkte in den Shop kommen. Und halt einfach, ja, weiter zu wachsen, den Shop bekannter zu machen. Auch klar, danke euch Jungs, dass ihr hier das Video mit mir aufnimmt. Ich hoffe, es sehen viele und bestellen dann auch. Fragen zu beantworten zum Shop, erreichbar zu sein für die Kunden, einen guten Kundenservice zu bieten, ja, für die Kunden alles zu geben, das ist immer das größte Ziel für mich, dass meine Kunden zufrieden sind. Ja, und dann einfach mal schauen, wie sich das entwickelt und vielleicht irgendwann davon hauptberuflich zu leben, weil es macht mir extrem viel Spaß und das ist halt auch genau das, was ich machen will. Genau. Wie lange die Planung für den gesamten Shop gedauert? Also ich habe im Jahr 2019 habe ich mal hier schon zu meiner Mutter auf diesem Grundstück, also hier ist der Apollo-Ort, gesagt, ja, ich möchte halt einen Verkauf machen auf der Einfahrt und da war sie jetzt nicht so ganz so begeistert von und wusste auch nicht so, wie das so funktionieren soll und so. Und dann hat mein jetziger Geschäftspartner hat halt dann gesagt, ja, komm, wir fangen einfach mal an und dann haben wir langsam eine Website aufgebaut und alles so eingerichtet und so und halt hab Lagerstätte abgesprochen und was da halt alles dazugehört. Genau, und dann haben wir angefangen, ja, loszulegen, den Shop online zu stellen und ich würde sogar sagen, die Planungsphase hat so 1 bis 1,5 Jahre gedauert.
vielleicht ein bisschen länger. Ja, aber halt erstmal dieses ganze Grundkonzept zu entwickeln, ist halt gar nicht so einfach, so einen Shop aufzubauen. Also ist jetzt nicht mal von heute auf morgen gemacht, ist klar. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Gehört auch nochmal eine Menge Geld dazu, sowas halt aufzubauen. Erstmal die ganzen Grundkosten. Ja. Haben wir bei unserem Merch, der in der ersten Beschreibung ist, auch gemerkt, dass es länger als einen Tag braucht. Wir haben auch nur für Merch alleine, wo wir eigentlich gar keinen eigenen Online-Shop haben, auch mehrere Monate gebraucht, um das wirklich zu planen. Wir haben, glaube ich, Anfang des Jahres mal so eine Idee gehabt, dass wir Bock haben, eigene Merch zu machen, haben mal Designs gemacht, dann ist wieder mehr eingeschlafen, dann haben wir doch mal das wiederholt und jetzt haben wir unsere Designs gefunden, die ja natürlich hier auch. Ja, man denkt manchmal, man macht einfach mal schnell so ein bisschen was und dann dauert es halt doch länger. Ja. Man will es ja dann auch vernünftig machen, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen. Weil so umso mehr freut es dann auch am Ende, wenn es dann klappt. Natürlich. Wir freuen uns. Und wenn sich das welche kaufen. Ja. Das ist auch natürlich auch cool. Also bei uns ist jetzt sozusagen so, wir freuen uns eigentlich gefühlt mehr, dass jemand diesen Merch auch trägt, als dass wir davon irgendwie jetzt profitieren. Natürlich, das eine zieht das andere mit. Wenn jemand den Merch trägt, hat er natürlich auch Geld dafür bezahlt. Aber es geht einfach darum, dass wir dann auch Leute damit sehen. Und das ist halt das Coole. Na, ich kann auch, was ich auch sagen, zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel auf YouTube ein Unboxing sehe von einer Bestellung von mir, die ich selber halt, ich packe die Bestellung ja selber, und wenn ich dann sehe, wie die Kunden meine Bestellung auspacken, das ist einfach ein richtig schönes Gefühl und das macht halt auch glücklich. Und das ist eigentlich diese, dass man damit Geld verdienen möchte, diese Absicht halt eher so ein bisschen zurückgestellt. Und das ist mehr das Hobby und einfach, dass man sich freut, dass der Kunde glücklich ist. Oder wenn der Kunde dann die Produkte schießt, dann Testvideos dreht, das ist halt auch geil, wenn man weiß, das sind halt die Produkte aus deinem eigenen Shop. Safe. Ist mega cool. Möchtest du in Zukunft mal davon leben können, von dem Shop? Genau, also wenn der Shop in Zukunft genug abwirft und halt auch, ich will die Preise im Shop trotzdem gering halten, also ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie horrende Preise zu verlangen. Und dann würde ich gerne davon irgendwann leben können, weil es mir einfach super viel Spaß macht. Aber man weiß auch, dass Feuerwerk halt ein Geschäft ist, wo es halt auch mal schnell wegbrechen kann oder irgendwelche politische Entscheidungen, die wir nicht beeinflussen können. Und da, aber trotzdem würde ich es gerne hauptberuflich machen. Kann man verstehen. Dann eine nächste Frage. Liebe geht raus an die Person, die sie gestellt hat. Gibt es was zu essen für die Schallerzeuge? Also, dadurch, dass das Handy überhitzt ist, zwischendurch haben wir jetzt mal gequatscht und wir werden nachher noch eine entspannte Runde beim Dönermann hier, unserem Stammdönermann Blankenfelde machen. Der ist wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen. Dann werden wir mal nachher entfahren und zum Döner. Du grüße gerne raus an den Dönermann. Genau. Ach, weil das ist nicht Baby. Würdest du irgendwann den Rabattcode Schall3 in deinem Shop geben? Genau, ich habe ja schon erwähnt, dass ich die Preise so gering wie möglich halten will im Shop. Deswegen wird es Rabattcodes nur exklusiv geben. Ich werde jetzt nicht jedem Rabattcode easy rausgeben oder auch dann habe ich 5%, 10%, 15%. Muss die Preise im Shop natürlich dementsprechend anpassen, damit es halt auch noch sich für mich irgendwie lohnt. Ich kann ja nicht einfach Rabatte rausgeben. Ja, Rabatt bedeutet immer, sage ich mal, Minus für mich. Klar, es ist schön für den Kunden, wenn er nochmal einen Rabatt kriegt. Aber ja, ich kann euch jetzt noch nichts versprechen, aber kann sein, dass es vielleicht in Zukunft so einen Code gibt. Aber ja, da müsst ihr mich verstehen. Dann kann ich hier einfach einen Code rausgeben. Das war's. Tatsächlich. Das war's schon. Genau. Also, wenn ihr noch weitere Fragen an Nick habt, gerne in die Kommentare rein damit. Genau. Ich bin auf jeden Fall aktiv in den Kommentaren. Schreibt mir auch gerne über Instagram, da bin ich auch sehr aktiv. Ich antworte meistens innerhalb von einem Tag. Wenn nichts dazwischen kommt, weil ich ja Bock drauf habe, mit euch zu kommunizieren und so. Aber ja. Wenn ihr Bock auf mehr mit dem Jungen habt, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Checkt unser Merch ab, checkt auch den Shop von Nick Führer Germany ab. Sehr gerne, würde ich mich sehr darüber freuen. Auch in der Beschreibung, verlinkt, wenn wir es nicht vergessen. Sagt euren ganzen Freund Bescheid, dass es mir meinen Shop gibt. Und dann, ja, vielen Dank fürs Ansehen des Videos, ne? Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.